Ich möchte die Sitzung eröffnen und darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Zunächst darf ich die Beschlussfähigkeit des Hauses feststellen. Widerspricht dem jemand? Das ist nicht der Fall. Damit ist das Haus beschlussfähig. Noch offen sind die Punkte 14 bis 19, 21 bis 34, 36, 37, 39, 41 bis 46, 54 bis 58 und 61 und 63. Auf Ihren Plätzen liegt ein. Ja, das ist richtig. Bitte die Regie etwas lauter zu stellen. Hat mir auch schon gedacht. Alles relativ, ja. Ist das jetzt verbessert worden mit der Lautsprecheranlage? Eins, zwei. Besser? Herr Kollege Rudolph versteht mich, dann verstehen alle anderen auch mich. Mich auch, so rum. Also, auf Ihren Plätzen liegt ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Klimaschutz in Hessen. Verlässliche Treibhausgasbilanz erarbeiten, Klimaschutzgipfel richtig und verbindlich setzen. Das ist die Drucksache 19/6000. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 64 so aufgenommen und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 31 zu diesem Thema aufgerufen werden. Das ist auch akzeptiert. Dann machen wir das so. Wir tagen heute bis 20 Uhr bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für die Aktuelle Stunde Top 54 bis 58 nach § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache für jeden zusätzlichen Antrag auf Abhandlung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Bei gemeinsamem Aufruf verlängert sich die Redezeit um die Hälfte. Die Tagesordnungspunkte 56. Danke. Die Tagesordnungspunkte 56 und 57 werden gemeinsam aufgerufen. Das heißt, Sie haben eine Redezeit von 7,5 Minuten. Alle anderen Aktuellen Stunden haben eine Redezeit von 5 Minuten je Fraktion. Nach Top 54 werden die Tagesordnungspunkte 44 ein Antrag und 63 ein Dringlicher Antrag zum Thema ohne Aussprache aufgerufen und sofort abgestimmt. Die gehören dazu. Nach der Aktuellen Stunde fahren wir mit den Top 31 fort. Hiermit wird Top 64 aufgerufen. Entschuldigt fehlt der Herr Ministerpräsident, Herr Staatsminister Wintermeyer, die Frau Staatsministerin Huttrich, der Herr Staatsminister Al-Wazir und die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Der Vizepräsident Lorz ist sichtbar erkrankt, sonst würde er hier sitzen. Und der Kollege Heinz hat mir heute Morgen mitgeteilt, dass er wieder gesund ist. Gut so. Frau Dorn ist erkrankt und Frau Goldbach ist auch erkrankt, sodass wir wissen jetzt, wem wir gute Genesungswünsche übermitteln wollen.